Ich habe mir wirklich so ein bisschen die Seele aus dem Leib geschrien. Also ich glaube wirklich, die Leute haben gedacht, dass mich gerade irgendjemand abstechen will. Und ich habe die Glasflasche vor mir genommen und habe sie einfach geworfen. Und ich habe die Stühle im Zimmer rumgeworfen. Ich wusste einfach nicht, was los ist. Ich wollte schon immer Erzieherin werden. Ich habe einfach schon früh gemerkt, dass ich super gut mit Kindern kann und ich die Arbeit mit den Kindern extrem schätze. Aber man hat halt nach und nach immer mehr gemerkt, dass es stressiger wird und man mehr funktionieren muss. Das erste Symptom, woran ich mich erinnere, das war die Vergesslichkeit. Das beste Beispiel war einfach ein Elterngespräch, wo ich mich echt tagelang darauf vorbereitet habe und selbst am selben Tag habe ich alles hingerichtet und ich bin dann einfach nach Hause gefahren und habe es einfach vergessen. Und mich hat dann meine Kindergartenleitung angerufen und haben gesagt, ja Caro, da stehen Eltern. Das war dann schon erstmal so ein Schockmoment, weil ich mich auch selber einfach so überhaupt nicht kenne. Das war so ungewohnt, weil das war nicht Caro. Caro war immer so zuverlässig und plötzlich sind ganz viele Dinge irgendwie anders geworden. Ja. Caro hat sich verändert, indem sie nicht mehr so lebensfroh war. Wenn zum Beispiel zwei Kinder schon bei ihr saßen und sie haben zusammen Buch angeguckt und es kam noch ein drittes Kind dazu, als es dir richtig schlecht ging, konntest du das gar nicht mehr dann aushalten, jetzt noch mit noch einem Kind. Sie saß nur noch da und war total ruhig, als wäre sie auch wie in der Blase, also total leer. Ich glaube, das erste Mal, wo ich das so wirklich realisiert habe, war einfach, wo ich gemerkt habe, meine Mauer, die ich mir so aufgebaut habe, dass die so ein bisschen am Bröckeln ist. An diesem Tag war ich abends mit Max zu Hause und wir hatten gerade Besuch von dem Hund von seinem Bruder. Und es ging eigentlich um eine ganz banale Situation, wo der Hund schlafen soll. Ich habe halt zu ihm gesagt, ich möchte, dass der Hund im Wohnzimmer schläft, damit ich einfach nur schlafen kann. Und er hat dann gesagt, nee, ihm ist es lieber, dass er im Schlafzimmer schläft. Und ich bin dann daraufhin komplett ausgerastet. Und ich habe mir wirklich so ein bisschen die Seele aus dem Leib geschrien. Also ich glaube wirklich, die Leute haben gedacht, dass mich gerade irgendjemand abstechen will. Und ich habe die Glasflasche vor mir genommen und habe sie einfach geworfen. Und ich habe die Stühle im Zimmer rumgeworfen und ich habe mich dann in die Küche gesetzt und ich saß auf diesem Küchenboden und habe geweint und habe gewippt und ich wusste einfach nicht, was los ist. Mich war es halt wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich sie halt so noch nie erlebt habe. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, was ich machen soll. Ich kenne sie halt auch generell so nicht, weil sie immer einer ist, der eigentlich mal positiv denkt und immer auch eine Lösung für alles finden will und nicht aufgeben will. Das habe ich ja auch selber wahrgenommen, dass das für ihn sehr schwierig war. Ich habe das immer sehr für mich behalten, dass es mir halt schlecht ging und so. Und dass es halt in diesem Zusammenbruch ich wirklich gar keine andere Möglichkeit hatte, wie es einfach rauszulassen. Und dass er das halt das erste Mal wirklich wahrgenommen hat und gemerkt hat, dass ich eigentlich nicht mehr kann. Mit der Zeit, sie so zu sehen, wie sie kaputt geht, mehr und mehr, müssten wir ja im Endeffekt eine Lösung finden. Und dann hast die Caro halt gesagt gehabt, sie sucht sich Hilfe. Nach dem Zusammenbruch bin ich dann montags zu der Ärztin gefahren. Sie hat mich dann für 2 Wochen krankgeschrieben erstmal. Und ich dachte auch, dass diese 2 Wochen ausreichen werden, dass ich einfach mich erholen kann, ausruhen kann und dass ich dann nach 2 Wochen ganz normal wieder arbeiten gehe. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass dieses Gefühl von Erholung einfach nicht kommt und ich mich einfach nicht besser fühle. Ich wurde aber dann überwiesen zur Neurologie und die hat dann auch sofort gesagt, nee, das wird eine längere Geschichte. Diese 7 Monate waren auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Es war ein Auf und Ab der Gefühle und ich habe oft manchmal gedacht, oh Gott, also ich muss mich sofort irgendwie einweisen lassen, weil ich dachte, es geht einfach nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf Toilette gegangen, ich habe nichts gegessen, nichts getrunken. Ich habe einfach nur die Wand angestarrt und geweint, teilweise 6 bis 7 Stunden am Tag. Und man fragt sich dann halt, okay, wie geht's jetzt weiter? Gerade
gerade so die ältere Generation hat nicht so wirklich das Verständnis. Also sie haben oft zu mir gesagt, du bist noch so jung, das kann doch nicht sein, dass du jetzt einen Burnout hast und du bist doch noch gar nicht so lange im Berufsleben. Und ich habe oft auch gedacht, so muss ich mich einfach nur zusammenreißen oder bilde ich mir das jetzt irgendwie nur ein? Diese Worte haben schon viel mit mir gemacht, aber ich wusste ja auch durch Therapeuten und Ärzten, dass ich mir das nicht einbilde. Die Therapeutin hat mir so ein Bild aufgezeichnet von einem Loch und hat gesagt, okay, du bist in diesem Loch und du kommst da nicht aus diesem Loch raus, wenn dir einer die Hand reicht, sondern du musst dir selbstständig diese Leiter aufbauen. Und diese Leiter, das sind halt solche Sachen wie Spaziergänge, dass ich regelmäßig esse, genug trinke, Sachen tue, die mir gut tun. Und wenn ich das mache, dann schaffe ich es auch aus diesem Loch raus. Na, Burnout, ich sehe es so als Vorstufe zu einer Depression, wo die Lebensenergie schon sehr reduziert ist, weil man sich sehr verausgabt, seine Grenzen nicht mehr wahrnimmt, wenn die Anforderungen hoch sind, wenn schon viel geleistet werden muss, was ja heute in unserer Gesellschaft an allen Arbeitsplätzen gefordert wird, dass es immer mehr wird, dass das Personal knapp ist. Aber das allein, das Außen ist noch kein Grund für Burnout. Es müssen persönliche Gründe meiner Meinung nach dazu kommen. Und das hat Caroline ja auch gesagt. Sie hat wörtlich gesagt, ich gebe immer 100% und meine Ansprüche an mich selbst sind unerbittlich. Ich war schon immer ein Mensch, der sehr gerne Leistung gebracht hat. Ich war immer einer von den Besten in der Schule, im Sport. Ich habe früh angefangen, mit Fußball zu spielen. Nebenbei bin ich noch reiten gegangen und habe jahrelang getanzt. Und die Leidenschaft habe ich bis heute beibehalten. Auch schon als Kind habe ich das gemerkt, dass ich oft alles gegeben habe, dass ich meine eigenen Grenzen oft überschritten habe. Und das hat sich halt so über die Jahre aufgebaut, dass ich eigentlich immer unter Dauerstress stande und das einfach nur eine Frage der Zeit war, bis es halt wirklich zu so einem Zusammenbruch kommt. Nachdem ich dann irgendwann verstanden habe, ich muss was dafür tun, damit es mir besser geht, und dazu gehört auch das Spazierengehen, die frische Luft, und nach ein paar Monaten habe ich das dann auch immer wieder regelmäßig gemacht. Mir hat diese Ruhe unglaublich gut getan. Es gab natürlich auch viele Spaziergänge, gerade am Anfang, die mich sehr viel Kraft gekostet haben. Und es gab auch wirklich Tage, wo ich dann nach Hause gekommen bin, mit Jacke komplett angezogen. Und ich habe mich genauso auf die Couch gelegt, weil ich gar nicht die Kraft wieder hatte, mich komplett auszuziehen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es schon sehr erschreckend, dass mich wirklich solche kleinen Dinge so viel Energie gekostet haben. Also wirklich eine Jacke ausziehen, das, also jeder, der darüber nachdenkt, das ist so selbstverständlich, aber für mich war das wirklich ultra anstrengend und man fühlt sich einfach ausgebrannt. Nach circa 5 Monaten, wo es dann auch wieder vermehrt gute Tage gab, war auch so der Wunsch da, dass ich wieder im Kindergarten anfange. Und habe das natürlich mit den Ärzten besprochen und haben gesagt, okay, wir versuchen das Ganze. Ich habe mich so gefreut, als sie wieder hier war, auch wenn es ihr dann ja schon wieder besser ging. Aber man hat ihr doch noch angemerkt, dass es noch nicht so gut funktioniert. In unserem Beruf muss man halt, sobald man hier reinkommt, 100% geben. Man kann nicht einfach wie in einem Büro seinen Papierstapel mal zur Seite legen und es später bearbeiten. Da ist schon klar, dass man da, wenn es einem psychisch nicht gut geht, dass man dem Druck nicht standhalten kann. Das ist natürlich auch eine komische Situation, das jetzt auch so vor den Kindern so auszuleben und dass sie das halt mitbekommen, dass es mir gerade richtig schlecht geht, weil eigentlich sind die Erzieher immer so die starken Erzieher. Ich habe in dieser Zeit in der Therapie auch gelernt, sehr auf mich zu achten, auf meine Bedürfnisse, meine Grenzen. Und jetzt arbeitet man aber wieder mit Kindern zusammen, die halt auch Bedürfnisse haben. Und man muss eigentlich jetzt so einen Weg finden, das in Einklang zu bringen, dass ich mich nicht wieder überfordere. Aber auch für meine Kindergartenleitung war das sehr schwierig. Die haben auch oft zu mir gesagt, Caro, wir wissen nicht, ob du das schaffst und wir machen uns mega Sorgen um dich. Das Problem ist halt einfach,
dass halt oft den Leuten dort auch die Hände gebunden sind, weil was will man groß machen? Wir müssen für die Kinder da sein, auch wenn Personalmangel herrscht. Und ja, so bin ich dann halt oft doch nochmal an meine Grenzen erneut gekommen. Das hat mir so irgendwo die Augen geöffnet, dass vielleicht aktuell der soziale Beruf, den ich super gerne gemacht habe, vielleicht aktuell nicht das Richtige für mich ist, weil ich einfach immer noch lernen muss, meine Grenzen zu setzen, mehr auf mich zu achten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach, ja, beruflich erstmal einen anderen Weg einzuschlagen. Ich habe durch meinen Bruder die Chance bekommen, in seiner Online-Marketing-Firma so ein bisschen durchzustarten und habe dort ja mit Social Media Management angefangen. Für mich ist es gerade aktuell perfekt, weil ich kann halt wirklich auch so nach meinen Bedürfnissen arbeiten. Das Cheerleading bedeutet mir heute wirklich alles. Also ich merke, es tut mir extrem gut abzuschalten. Und mir körperlich auch was Gutes zu tun. Auch meine Trainerinnen wissen oft sehr genau, wie sie mit mir umgehen müssen. Die sagen, Caro, du bist jetzt hier, um Spaß zu haben. So, lass deine Gedanken weg, das wird schon. Und genauso ist es dann halt auch. Ich würde den anderen Betroffenen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass es wichtig ist, dass man sich halt selbst einfach liebt und ja, an erste Stelle setzt und das halt immer im Kopf behält.